Das Wort hat der Kollege Thomas Lutze von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, angesichts der doch sehr hohen Einigkeit bei diesem Tagesordnungspunkt und bei diesem Thema gestatten Sie mir, dass ich mich kurz fasse, weil es macht wenig Sinn, sämtliche Details meiner Vorrednerinnen und Vorredner hier noch mal zu wiederholen. Die meisten davon waren sachgemäß und richtig. Mal gucken, wo der Applaus von hinten herkommt. Es ist etwas ungewohnt, aus der Richtung Applaus zu bekommen als Oppositionspolitiker. Und im Gegensatz, das sage ich hier aber auch zu meiner Kollegin der SPD, sehe ich keinen so sonderlich großen Diskussionsbedarf. Es gibt sicherlich einzelne Punkte wie die EU-Konformität und die einheitlichen Prüfrichtlinien, über die in der Tat diskutiert werden muss. Aber das sind Details, und ich denke, diese Details wird man auch in absehbarer Zeit einvernehmlich im Verkehrsausschuss lösen können. Es ist richtig gesagt worden, die Freiwilligen Feuerwehren hatten bei der Vereinheitlichung der Umsetzung des europäischen Rechts das Nachsehen. Ehrenamtlich engagierte junge Menschen mit der alten Führerscheinklasse 3 wird es immer weniger geben oder gibt es immer weniger. Ich selber hatte, man merkt es an meinem Dialekt, dass ich in der früheren DDR aufgewachsen war. Ich hatte zum Beispiel einen Führerschein, der war für 2,8 Tonnen. Tag der Deutschen Einheit bekam ich dann 7,5 Tonnen, ohne jemals auf so einem LKW gesessen zu haben. Da gab es auch keine Fahrprüfung. Das war dann halt so. Das war für mich in dem Fall eine sehr positive Erfahrung. Aber das ist ja, wie gesagt, korrigiert worden. Das Problem für die Betroffenen allerdings ist banal und fatal gleichzeitig. Wer nicht gerade eine Betätigung als Kraftfahrerin oder Kraftfahrer in der Transportbranche als junger Mensch anstrebt, der wird die Kosten und die Mühen einer zusätzlichen offiziellen Führerscheinausbildung sicherlich nicht in Kauf nehmen. Eine Lösung, die die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren und der weiteren Dienste für das Führen von Fahrzeugen bis 4,7 Tonnen ermöglicht, zeigt sich, das hatten die Vorredner auch gesagt, offensichtlich als nicht ausreichend, weil viele Einsatzfahrzeuge einfach ganz natürlich aufgrund der Entwicklung die Gewichtsgrenzen überschreiten. Zusätzliche Fahrzeuge, also die aktuellen Fahrzeuge und die neuen Fahrzeuge, die angeschafft werden, werden halt in der Tendenz immer schwerer. Als Lösung bietet sich einzig und allein die Anhebung der Gewichtsgrenze im Rahmen des sogenannten Feuerwehrführerscheins auf 7,5 Tonnen an. Dazu gibt es gar keine Alternative. Kritisiert wurde die Möglichkeit der organisationsinternen Ausbildung und Prüfung. Natürlich wäre der optimale Weg eine ordentliche Ausbildung durch professionelle Fahrlehrer. Wir reden allerdings hier im Parlament jetzt über eine Notlösung, und so eine professionelle Ausbildung, wie sie sicherlich wünschenswert wäre, ist im Prinzip für die meisten Organisationen und auch für die betroffenen ehrenamtlichen Helfer schlichtweg nicht finanzierbar. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Inhaber des alten Führerscheins der Klasse 3 auf die Lkw-Fahrberechtigung erteilt, ohne dass die Auszubildenden halt jemals eine Ausbildung hatten auf 7,5 Tonnen. Und dass jetzt eine organisationsinterne Ausbildung und Prüfung im Prinzip erstmal eine Verbesserung des Standards ist, der bis 1999 gegolten hat. Gestatten Sie mir eine letzte Anmerkung, weil das vielleicht an dem Punkt ein bisschen zur Gretchenfrage wird. Im Gegensatz zum Kollegen Lucic würde ich empfehlen, eine bundesweit einheitliche Regelung hier anzustreben und das nicht in Länderhoheit zu geben. Ich kann nicht erkennen, wo sich die Freiwillige Feuerwehr in einem Ort in Thüringen unterscheidet von einem Ort im Saarland. Dies funktioniert also nach demselben. Ich sehe dort keinen Grund, ländereinheitliche Regelungen zu machen. Lassen Sie uns das bundesweit einheitlich regeln. Die Freiwilligen Feuerwehren, die THW und die ganzen Organisationen arbeiten alle nach demselben Prinzip. Eine länderspezifische Hoheit kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Dankeschön.